Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Zwerge und Zwergenfreunde zu Game of Thrones. Wir sind wieder im Labor. Hab mal wieder direkt reingestartet, so wie immer ja, wenn wir nichts Neues auf der World Map haben. Und ja, unser gesamtes Ding ist löchrig wie ein Schweizer Käse. Nur gut, dass wir hier alles geflickt haben. Außer das Silber da, das wir uns noch einsacken könnten. Und dann können wir uns auch mal das Eisen und das Turmalin hier einsacken. Mal irgendwie zu erwarten, dass hier unten noch mehr Silber ist und dass unter dem Silber auch noch Stein ist. Aber nur ein Stein, so wie es aussieht. So, das Silber wäre weg. Genau, dann grabt mal hier schön aus. Turmalin können wir nämlich auch immer gut gebrauchen. Ein weiterer Jungzwerg wäre da schon bei Spiel schon mal nicht schlecht, den wir dann zum Wissenschaftler machen können. Hey, und Digium. Und danke. Bitte einmal hier weiter graben. So, Thronsaal haben wir ja fertig. Bis auf die Truhen, die da noch fehlen. Die kommen aber erst später. Das Loch da ist ein bisschen kontraproduktiv, weil es uns abschneidet dank der Lampe, die da steht. So, das haben wir jetzt allerdings geregelt. Ja, doch, die Leitern hier runter brauchen wir noch alle. Ach, hier oben ist noch mehr Stein. Ach, ist ja lustig. Ja, da oben müssen wir auch irgendwann mal zumachen. Bei Gelegenheit. Gott, wie das hier schon wieder alles aussieht. Ja, ich glaube, man muss erstmal ein bisschen für Chaos sorgen, bevor man sich ein schönes Heim hier bauen kann. So, jetzt würde ich gern mal als nächstes hier reingraben und gucken, was dort alles versteckt ist. Ich tippe entweder auf Maulwurfs- oder Gnomenbehausungen. Hauptsache, es hat Ressourcen. So, du da unten raus. Und dann können wir wenigstens schon mal den Block zumachen, dann stört der nicht mehr. Und war ja klar, dass hinter dem Stein noch Silber versteckt ist. Wahrscheinlich eine ganze Silberader mal wieder. Ja. Das war ja wirklich klar. So, mein zweiter Bergarbeiter ruht sich wahrscheinlich irgendwo aus gerade. So, gib mir mal noch mehr Brücken, dass wir hier ein bisschen umdisponieren können. Und an das Zeug rankommen. War klar, dass wir unterwegs noch irgendwelche Ressourcen finden. Und noch mehr Ressourcen. Egal, alles, was uns hilft, ist gut.
Und ja, Maulwurfshort. Maulwurfshort geht, gibt uns Nahrung und Holz. Und ein paar Rohstoffe. Und wir haben was zum Bekämpfen, zum Befahrungssammeln. Wobei Maulwürfe töten auch nicht gerade nett ist. Meine Krieger scheinbar mal wieder keinen Bock haben. Zu kämpfen. So, jetzt haben sie den allerdings. So. Dann greift auch gleich mal hier rein in das nächste Gebiet. Oh, da ist gar kein Stein mehr. Hm. Da braucht ihr das gar nicht ausgraben. Lieber das Silber da oben, genau. Das bisschen Turmalin. Und dann schnappe ich mir schon mal die Forschungsbank und stelle sie hier hin. Und stelle den Stuhl dahin. Und baue gleich eine zweite Forschungsbank, die saumäßig teuer sind. Da daneben. So, fürs Erste. Ja, noch mehr Maulwürfe. Das war ja nicht überraschend jetzt. Und Silber und noch mehr Silber. Achso, da ist Silber. Hey, ist das ein 3x3 Cluster vielleicht hier? Ah, die Gnomenbehausung. Und ja, das ist ein 3x3 Cluster. Sind wir schon mal so nett, dass dem Gnom nicht die Decke einstürzt? Beziehungsweise der Boden und sein Tisch ins Untergeschoss verfrachtet wird. Bauen wir ihm gleich mal Brücken als Ersatz dahin. So. Nebenbei Brücken. Hier können wir auch noch zumachen. Dann können wir unseren Tisch nämlich wieder dahin stellen. So. Achso. Ja, da ist wohl irgendwas beim Random Generator oder beim Platzieren verbuggt worden. Ja, kann passieren. Und wir haben schon mal die nötige Nahrung gelagert. Ja, das ging fix. Die beiden müssen wir doch jetzt irgendwie loswerden. Deswegen Militär. Nicht schlafen, angreifen. So, dann können wir uns hier an den Riss. Eigentlich brauchen wir zurzeit gar keine Steine. Merke ich gerade so. Eisen ist wichtiger. Eisen ist auf jeden Fall wichtig. Das Stein da hinten können wir erstmal so lassen, wie es ist. Dann werden wir dem Bereich hier zumachen, später wieder mit Blöcken. So, du brauchst noch ein Level, dann wirst du auch zum Forscher. Dann kommen wir nämlich schneller an unsere Kosteneffizienz ran. Wobei ich erstmal hier Plattenpanzer erforschen möchte.
ob es sich lohnen würde, hier runter zu graben. Grab mal da runter. Mal sehen, was da unten auf uns wartet. Eine Gnomenbehausung. Mal wieder. Also tun wir den Deckel drauf und gut ist. Sorry, Leute. Bei der Gnomenbehausung ist absolut nichts zu holen. Wir könnten höchstens noch da runter buddeln und... Ja, von da aus kommen wir wahrscheinlich vom Laboreingang aus irgendwie hin. Wenn wir uns also da runter buddeln. Das will ich aber erstmal noch gar nicht. Eigentlich hätte ich lieber etwas mehr Gold, um meinen Hort abzugraden, dass ich noch mindestens zwei Soldaten rufen kann. Nur ist das Einzige, was ich habe, wovon ich viel verkaufen könnte, Stein. Also machen wir das auch einfach mal. Bis wir so auf 1300 rum sind. Weil dann können wir doch den Stein da oben abbauen. So und so. Gut, zwei Forschungspunkte, bessere Spitzhacken. So, das heißt Stein, Stein und noch mehr Stein. Wir können den Hort ausbauen. Und wo ist jetzt wieder einer meiner Männer hin, Leute hin verschwunden? Zwei, eins, also zwei, vier, fünf, sechs. Ich kapier's nicht. Gerade eben waren wir doch schon auf neun. Oder war das, war die Anzeige verbuggt? Das kann auch sein. So, holen wir so einen Stein zurück. Mal gucken, ob dahinter noch mehr Stein ist. Ja, hier ist noch etwas Stein. So, zwei Jungzwerge rufen. Die auf Stufe 5 zum Militär werden und dann gleich befördert werden zu Fernkämpfern. Da ist schon mal der erste, gleich kommt der zweite. Du brauchst noch ein bisschen, dann wirst du zum Forscher. Da geht nämlich das Forschen schon mal schneller. Ich könnte sogar dem seine Hühner umstellen. Nee, lassen wir das alles mal so. Hat schon seine Richtigkeit. Irgendwie. Mal kurz gucken. Hier oben sind noch, nämlich noch ein paar Wölfe, soweit ich weiß. Zwei Stück auf jeden Fall. Die Spinnen haben sich ja alle runter teleportiert. Bei der letzten Aufnahme-Session, was mich verwundert hat. Wahrscheinlich waren Spinnen einfach portende Gegner. Wölfe können es nicht. Ja, drei Wölfe für unsere beiden Fernkämpfer nachher. Und der falsche Zwerg streunt immer noch hier rum. Das wäre dann übrigens der einzige Magier, dessen Gesicht wir mal sehen würden, wenn das mal abnehmen würde. Mit seinem Irokesenschnitt. Pseudo-Irokesenschnitt, da hinten hat er ja noch Haare am Hinterkopf. Aber ja, wenn er lila trägt, ist er wahrscheinlich der Magikus. Der Magikus, nicht Magikus. Das klingt irgendwie komisch.
Level 2, Level 2, immer noch Level 4. Oh, und die haben wir mal wieder reinboxiert.